Kapital ist in Österreich viel zu niedrig, Arbeit dagegen sehr hoch besteuert. Immerhin, ein wenig Geld können sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Finanzamt zurückholen mit der Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerveranlagung. Wer hat gute Chancen, Geld zurückzubekommen? Wenigverdienerinnen und Wenigverdiener. Geld zurück gibt's für Leute, die übers Jahr gerechnet wenig verdienen. Zum Beispiel Lehrlinge, Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger nach der Karenz oder Ferialjobberinnen und Ferialjobber. Oder Arbeitslose, die nur einen Teil des Jahres beschäftigt waren. Eltern. Für Eltern gibt es mehrere Möglichkeiten, um Steuern zu sparen. Für jedes Kind gibt es einen Kinderfreibetrag. Daneben können Sie Kosten für Kinderbetreuung oder für die auswärtige Berufsausbildung Ihrer Kinder absetzen. Oder auch Alimente, falls Sie Unterhalt zahlen. Für Alleinverdienerinnen und Alleinverdiener oder Alleinerzieherinnen und Alleinerzieher gibt es Absetzbeträge. Weiterbildungswillige. Wer sich beruflich weiterbildet, kann diese Ausgaben abschreiben, etwa für einen Kurs, Unterlagen oder Fahrtkosten. Häuselbauerinnen und Häuselbauer und Saniererinnen oder Sanierer. Wer eine neue Wohnung kauft oder ein Haus baut, kann einen Teil der Kosten absetzen. Auch bei manchen Sanierungen, zum Beispiel Fenstertausch oder Wärmedämmung, zahlt sich die Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerveranlagung aus. Pendlerinnen und Pendler. Wer regelmäßig mehr als 20 Kilometer zur Arbeit fährt, kriegt ein Pendlerinnen- oder Pendlerpauschale. Gibt es keine Öffis, bekommt man das Pendler- und Pendlerinnenpauschale schon ab 2 Kilometer. Darüber hinaus gibt es viele andere Ausgaben, die Sie absetzen können, etwa Computer, Spenden oder Fachliteratur. Sie haben die Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerveranlagung in den letzten Jahren nicht gemacht? Kein Problem, das geht auch noch 5 Jahre rückwirkend. Holen Sie sich Ihr Geld zurück. Gerechtigkeit muss sein. Arbeiterkammer. Nähere Tipps und Infos zum Steuersparen finden Sie unter www.arbeiterkammer.at.